tschüss. Wir sind heute im Irla de Kävlar. Das ist letztendlich ein riesengroßer Outdoor-Spielplatz. Aber dieser Ort ist so verrückt. Um jede Ecke, die man geht, entdeckt man irgendwas, was einfach total bonkers ist. Wie zum Beispiel dieses riesige Flugzeug, in dem einfach was Verrücktes drin ist. Und das seht ihr jetzt gleich. Es ist so cool hier. Es kostet 11 Euro Eintritt. Es ist riesengroß. Es gibt hier alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Also ihr denkt, ihr kennt hohe Rutschentürme, ja? Okay. Yo! Ah! Yo! 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 Hier kommt Sven die Rutschigen. Das habe ich gehört. Ich höre dich. Ah, ich wäre fast nahe geplumpst. Willst du vielleicht irgendwas kamerafreundlicheres machen? I wanna be a cowboy, baby! Man kann sich auch in den Park einfach dann mittendrin ein Kolosseum reinstellen. Ich meine, warum nicht? Da drin ist eine Hüpfburg und ein Labyrinth und so. Klar, ich meine, es liegt nahe. Ich bin auf einem Hüpfkissen in einem Kolosseum. Warum nicht? Wow. Was zur Hölle ist das? Wo bin ich? So, man muss jetzt den Weg finden, ohne nass zu werden. Wo geht's denn durch? Nirgendwo. Hier? Ah ja. Wo ist denn das Ziel? In der... Ah! In der... Ah! Juhu, wir sind in der Mitte. Einfach mal ein full-blown Outdoor-Waterpark. Warum nicht? Hey, wie wär's mit noch einem kleinen Outdoor-Wasserpark direkt daneben? Einer ist ja nicht genug, ne? Was ist dein Eindruck von diesem Park hier? Wie du es gerade gesagt hast, bei Irland Untertitel, warum eigentlich nicht? Ja, gibt es einfach alles. Alles. Und ja, und Ideen, die man hat, werden einfach umgesetzt. Vor allem,
nicht nur, dass hier überall 1000 Sachen rumstehen, die einfach mega geil sind. Es gibt auch noch 5 Millionen Sitzplätze, wo man picknicken kann, selbstgebachtes mitnehmen kann. Das ist einfach alles, was es gibt. Wenn es einen Katalog gab mit Sachen, die man bestellen konnte, haben wir einfach alles ausgewählt und dann ab in den Warenkorb. Da 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 da. Da 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 da. Hey, ein total zu schöner, zugewachsener Gang mit einem Wasserlauf in der Mitte. Warum nicht? Komm, wir fahren mit total komischen Go-Karts, die indirekt lenken, an Schafen vorbei. Warum nicht? Diese Lenkung ist echt so witzig. Man hat die ganze Zeit das Gefühl zu driften. Ah! Das sind die witzigsten Cat-Cars, die ich je erlebt habe. Wow. Hey, lass uns einfach die steilste Rutsche der Welt von einem Helikopter runter machen. Warum nicht? Ja. Oh Gott. Das ist sowas, das ist wirklich einfach nur freier Fall. Tu es! Eieiei! Alter! Mach mal die im Liegen oder sitzend? Keine Ahnung. Im Liegen? Ich komme! Okay. Dieser Anblick nicht insane? Who built this shit? Okay, ist ja nur ein kleines Rüttchen, ne? Ist es? Ja! Okay, rutsche dezent nass. Mal gucken, was passiert. Ne? Ah. Oh, tschüss! Ich bin mir ernsthaft noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Naja, ich sag mal Geronimo. Oh shit! Oh shit! Oh, oh fuck! Alter. In meiner komplett durchnässten Hose vom Regenrutsche rutschen fühle ich mich echt wie nach einem Lockflug im Freizeitpark. Komm, wir machen ein riesen Wabbelkissen in ein überdachtes Gebäude, was riesengroß ist, um ein Meer zu simulieren. Warum nicht? Wir machen einen thematisierten Raum mit tausenden von Bauklötzen. Warum nicht? Aua! Und was ist dein Versight nach der ersten Irland-Experience? Ich hab so Oberschenkel vom ganzen Treppe laufen. Und die sind auch noch nass. Und die sind auch noch nass, aber hinten. Aber es ist geil. Echt super. Also ich, selbst wenn man keine Kinder hat, ist es hier, kannst du den ganzen Tag verbringen, rutschen, bis der Hintern brennt. Das ist einfach cool. Ich würde nochmal wiederkommen, ohne Spaß. Und rutschen, rutschen, rutschen. So cool. Und es ist auch noch schön dazu. Es ist nicht einfach nur der Guck, es ist sogar richtig schön. Also von daher. Also mein Fazit ist, dass sich mein Eindruck vom letzten Mal, wo wir hier waren, auf jeden Fall nochmal verstärkt hat, dass das hier einfach ein Park ist, der einfach wahnsinnig ist. Also verrückt. Hier gibt es so viele Sachen, wo man nicht mit rechnet, wo man sich dann denkt so, ja klar, wenn man einfach machen kann, was man will, dann kann man sowas auch machen. Und das macht den Park so einzigartig und die Größe und Varianz an den ganzen Attraktionen und Rutschen und Spielgeräten findet man echt sonst nirgendwo, außer hier im Irland. Yo, next day, Mark hier. Ich habe noch was vergessen zu erwähnen, was ich aber sehr erwähnenswert finde. Und zwar das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Irland geht komplett hart. Wie im Video schon gesagt, 11 Euro Eintritt ist nichts für so einen riesigen Park. Unter 4 Euro für ein großes Stück Pizza, Parken umsonst, Getränke, Eis und so weiter, alles total easy gepreist. Eine Kappe, die ich gekauft habe, 5 Euro. Ich meine, ey, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es nirgendwo. Das wollte ich nur noch eben erwähnen. Tschüss.
damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns bald wieder aus irgendeinem lustigen Freizeitpark dieser Welt. Prost! Genau da sitzt, ah. Wir swipen Clubkarten locker aus dem Handgelenk. Wenn man uns freut, wird man dafür reich beschenkt. Also komm in den Club und du wirst sehen, was es heißt, ein Teil von der Golden Tapes Gang zu sein.